Heute zu Gast haben wir die erste Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl. Frau Katinka Kaden ist zu Besuch. Sie ist Gemeindepfarrerin aus Donsdorf, Kreisrätin und Stadträtin und stellt sich euch am besten selbst vor. Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu können, Frau Feucht, und eingeladen worden zu sein. Ich stelle mich gerne vor, mein Name ist Katinka Kaden. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Der Sohn studiert in Heidelberg, die Tochter in Heilbronn. Und ich selber bin jetzt mit meinem Mann übereingekommen, schon länger, dass wir beide voll berufstätig sind. Er hat mir jahrelang als Hausmann den Rücken freigehalten. Konnte ich immer Pfarrerin sein. Aber er ist jetzt wieder in den Beruf eingestiegen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir noch mal was Neues. Er hat was Neues probiert, er arbeitet in Ulm und Heidenheim. Und ich bin jetzt nach Schwäbisch Hall sozusagen aufgebrochen durch die Ausschreibung der Stelle der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters. Wie komme ich da drauf? Sie haben danach gefragt. Also ich bin seit geraumer Zeit Gemeinderätin und Kreisrätin, Gemeinderätin, Stadträtin in Donsdorf. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Geisingen und Göppingen. Und im Landkreis Göppingen bin ich Kreisrätin und vom Beruf her Pfarrerin. Und mich hat immer schon interessiert, wie geht es den Menschen vor Ort? Das habe ich jetzt jahrelang, seit 30 Jahren lang, 30 Jahre lang im Dienst der Evangelischen Landeskirche gemacht. Und da kennengelernt, wie geht es den Menschen zu Hause, wie geht es ihnen privat als Seelsorgerin, wie gesagt. Und jetzt als Kommunalpolitikerin merke ich, jetzt kann man auch was gestalten an den Rahmenbedingungen, unter denen Leute wohnen, die Menschen wohnen. Also wie sind die Häuser, wie sind die Straßen, ja? Was brauchen sie und was tut gut, was tut der Gemeinschaft gut vor Ort, was tut dem Klima, jetzt nicht nur wettermäßig, sondern dem sozialen Klima gut. Und das kann man als Kommunalpolitikerin doch sehr stark beeinflussen. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt möchte ich in die Politik gehen und schauen, dass es da den Menschen gut geht und dass sich alle da wohlfühlen. Und warum genau Schwäbisch Hall? Was hat Sie dazu bewogen, genau diese Stadt auszuwählen? Ja, erstmal muss man ja auf die Idee kommen, Oberbürgermeisterin zu werden. Und das hängt mit meiner Landtagskandidatur zusammen. Ich habe für die Landtagswahlen kandidiert in Geislingen, im Wahlkreis Geislingen, für Bündnis 90 Die Grünen. Und bin da sehr weit in die Landespolitik reingekommen. Habe nur sehr, sehr knapp hauchdünn verloren gegen profilierte Landespolitiker schon und Landespolitikerin, die jetzige neue Bauministerin, Frau Rassavi. Und dadurch bin ich auch auf den Geschmack gekommen, diese Ziele ja, tatsächlich nochmal durchzubuchstabieren für die Kommune, für die Stadt, für die einzelnen Kommunen. Und da gibt es so viel Wichtiges zu verhandeln und zu besprechen, dass ich da so weit drin war, dass ich mir überlegt habe, wo kannst du jetzt nochmal Verantwortung übernehmen? Und bin angefragt worden von einer anderen Stadt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da Oberbürgermeisterin zu werden. Also nicht von der Stadt, sondern von der Partei. Klar, da gibt es ja immer so Findungskommissionen. Das war natürlich unverbindlich, diese Anfrage. Aber dann dachte ich, jetzt schau doch mal tatsächlich auf die Seite im Internet, die es auch bei den Grünen gibt, gibt es in irgendeiner Form bei allen Parteien. Mhm. Und guck dir mal all die Stellen an, die da ausgeschrieben sind. Da sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterstellen und Oberbürgermeisterstellen ausgeschrieben. Und da habe ich gesehen, oh, Schwäbisch Hall. Mhm. Das heißt, Sie kannten Schwäbisch Hall auch schon vorher sehr gut oder nur so ein bisschen, dass Sie mal zu Besuch waren? Also ich bin als Kind und Jugendliche im Kocher geschwommen. Das war in Dötting, in der Nähe von Dötting, Steinkirchen. Steinkirchen und Weilersbach, da ist meine Großmutter groß geworden. Und ja, und da gibt es Verwandtschaft und da haben wir öfters Ferien gemacht. Nicht zu oft, aber als junge Erwachsene war ich da auch noch dort und kennt von daher den Kocher, Schwäbisch Hall, Freilichtspiele, klar, also wer kennt da nicht Schwäbisch Hall und ist begeistert von dieser Kultur- und Bildungsstadt und von der Lebendigkeit und Vielfalt. Und Schwäbisch Hall hat einen tollen Ruf, ist bildschön, die Altstadt und auch sehr interessant, was da jetzt in den letzten Jahren gewachsen ist. Dann noch die nächste Frage, was Sie bis jetzt schon alles überhaupt gesehen haben von Schwäbisch Hall. Haben Sie schon viel Kontakt aufgenommen, zum Beispiel zu Vereinen oder auch zu Bürgerinnen und Bürgern direkt in der Innenstadt? Also ich habe mir jetzt mal die Stadt angeschaut, die Altstadt. Mhm. Da vor allen Dingen auch die Wege, Straßen, Fahrradwege. Ich
komme immer mit dem Zug hierher. Also wie geht es mit dem ÖPNV? Wie ist das mit den Bussen? Ja, wie kann man laufen? Wie kann man gut gehen? Ja, bin aber auch schon gefahren worden und habe mir dann die verschiedenen, also habe mir Schwäbisch Hall oben West und Ost angeschaut, ja, die ganzen Stadtteile, die dazugehören, die Ortschaften und ja, auch das DIAG, große Einrichtungen, den Sonnenhof, und das hat man mal alles so von außen angeschaut. Und jetzt nehme ich den Kontakt auf, war auf dem Wochenmarkt schon, habe mit vielen Leuten da schon sprechen können, war schön viel los, ist immer ja noch Corona-Zeit, also das beschränkt es auch. Und werde jetzt, nächste Woche habe ich die ersten Termine, virtuell oft Konferenzen mit Vereinen, mit verschiedensten Institutionen, und werde jetzt so richtig einsteigen noch in das, was Ehrenamtliche hier bewegt, was aber auch Verantwortungsträger hier bewegt, was Wirtschafts-, was Unternehmen bewegt. Ja, bin ich gespannt drauf, ja, da so ein Gefühl für diese Stadt zu bekommen. Haben Sie für sich einen Wahlslogan irgendwie überlegt? Oder ist es noch, dass Sie sagen, Sie werden noch irgendwie einen Wahlslogan ausdenken? Gemeinsam neue Wege gehen. Also das ist wichtig. Gemeinsam neue Wege gehen. Das hängt mit meinem Programm zusammen. Also das Programm für Schwäbisch Hall heißt, doch in den nächsten 10 Jahren möglichst klimaneutral zu werden. Das ist, steht so ganz oben an. Und dann gibt es natürlich noch viele Ideen für Innovation, für Zusammenhalt der Gesellschaft, dafür, dass es gut in die Zukunft geht, dass wir die großen Herausforderungen stemmen, ja, dass wir da zuversichtlich reingehen, dass wir die guten Ideen, die es gibt, aufnehmen, umsetzen und es schaffen dann, ja, Klimamusterstadt zu werden. Also Schwäbisch Hall soll Klimamusterstadt werden. Das wäre mein Ziel, und auch CO2-freies Mittelzentrum in der Hohenlohe. Und auf dem Weg dahin, da gibt es so viel zu gewinnen für die Wirtschaft, ja, aber auch für die Gesellschaft an Lebensqualität. Und das mal mit so einer tollen Stadt, mit Bürgerinnen und Bürgern, Ehrenamtlichen, Verantwortungsträgerinnen und Trägern in der Verwaltung, überall in der Wirtschaft, in der Kultur, ja, umzusetzen, anzugehen, das ja, so das, was ich denke, was man hier gut machen kann. Kommen wir zu den Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Die erste hatten Sie ja schon bereits beantwortet, in welcher Partei Sie sind. Bei den Grünen, das haben wir jetzt ja schon gehört. Dann kommen wir doch gleich zur nächsten Frage. Wie möchten Sie die E-Mobilität in Schwäbisch Hall ausbauen und eben auch attraktiver machen? Noch kurz ein Wort zu den Parteien. Mhm. Also ich bin bei den Grünen, aber das heißt nicht, dass ich nicht weit über die Parteiengrenzen hinausschauen kann und auch gerne für alle da bin. Also parteienübergreifend durchaus Verständnis habe, auch für die anderen Parteien, und mich auch als Kandidatin der Mitte verstehe. Ja, also, und das möchte ich auch immer alles möglichst gemeinsam erarbeiten, gemeinsam neue Wege gehen, gerade jetzt auch in der E-Mobilität. Da tut sich enorm viel. Das Auto wird gerade neu erfunden und innovative Unternehmen springen da auf, kleine, große, und entwickeln da ganz viel. Und ich bin gespannt. Ich denke mal, dass wir in wenigen Jahren uns im Auto anders, in anderen Autos fortbewegen. Was das aber jetzt für so eine Altstadt heißt oder für so eine Innenstadt und so ein Mittelzentrum, da wäre für mich das Ziel, auf jeden Fall in der Innenstadt möglichst wenige Autos fahren zu haben. Also die Verkehrswende, die ansteht, eben um die Klimaschutzziele zu erreichen von Paris, und da haben wir uns ja bis 2030 zum Ziel gesetzt, möglichst klimaneutral zu werden. Heißt, wir brauchen nicht nur eine Antriebswende, also nicht nur die E-Autos, sondern wir brauchen tatsächlich auch diese Verkehrswende. Das heißt, viel mehr ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr, Bus und Bahn, und viel mehr Fahrradfreundlichkeit, ja, und auch für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Ein gutes, intelligentes Konzept, Verkehrswegekonzept. Und das heißt für mich jetzt hier für die Innenstadt möglichst wenige Autos, ein gutes Leitsystem, überlegen, was kann man machen, ja, dass da der Parksuchverkehr abnimmt, dass die Leute vielleicht doch mehr mit dem Fahrrad fahren, also selber entweder, oder eben tatsächlich, es gibt dann so Zulieferdienste, entweder auch mit dem Fahrrad oder da mit kleinen Bussen, Elektrobussen.
Oder tatsächlich Fahrradtaxis. Ja, also ich kann mir da viel vorstellen und bin gespannt auch auf Ideen aus der Bürgerschaft, wie wir das gemeinsam machen können, gemeinsam diese neuen Wege gehen. Die nächste Frage. Was halten Sie über das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung? Nachhaltigkeit ist für mich der maßgebende Wert und auch das maßgebende Ziel für alles politische Handeln. Also Nachhaltigkeit heißt ja für mich, wenn ich es übersetze, unsere Lebensgrundlagen erhalten. Ja, also nachhaltig machen, dass unsere nächsten Generationen, also unsere Kinder und Kindeskinder, auch noch gerne hier leben auf diesem wunderbaren Planeten, aber auch in so einer schönen Stadt wie Schwäbisch Hall. Und da müssen wir schon schauen, dass alles möglichst energieeffizient gemacht wird, dass die Erderhitzung gestoppt wird. Da kann man vor Ort viel tun, ja? Global denken, lokal handeln. Und da muss man eben auch schauen, dass nachhaltig sich auf ganz, ganz viel bezieht. Das bezieht sich schon auf unsere Ernährung. Wie wird was angebaut? Dann, wie wird was produziert? Schaffen wir es, den Übergang in die Kreislaufwirtschaft zu gehen, ganz viel zu recyceln, intelligent zu recyceln. Das geht weiter dann mit der Gebäudesanierung, mit der Wärmedämmung. Hier gibt es schon tolle Wärmenetze, aber die müssen wir noch weiter ausbauen. Also da, das alles hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, und Artenvielfalt, ganz wichtig, dass man die ökologischen Zusammenhänge berücksichtigt und möglichst viel für die in der Stadt tut. Ja, da ist Stadt Schwäbisch Hall eigentlich auch schon gut dabei. Ja. Ja, auf jeden Wirklich, Fall. ja. Wo steht Hall, also Schwäbisch Hall 2025? Zum Beispiel Straßenbahn, Wirtschaft, das Leben in Hall etc. 2025 wird Schwäbisch Hall schon auf dem Weg sein zu eben der Klimaneutralität, noch weiter. Also der Weg muss weiter beschritten werden. Und das bedeutet, wie gesagt, die Verkehrswende, die Mobilitätswende. Das bedeutet aber auch Energiewende, noch konzentrierter Energiewende. Da ist schon viel passiert, da muss noch mehr passieren. Das heißt, dass wir dann tatsächlich Photovoltaikanlagen auf möglichst vielen städtischen Gebäuden schon haben. Also die Verwaltung kann da vorangehen, muss vorangehen als Vorbild, dass man da schaut und dann auf jeden Neubau dann irgendwann mal und auch bei jeder Sanierung eine Photovoltaikanlage auf das Dach bekommt. Dann 2025 soll Schwäbisch Hall noch attraktiver sein, als es sowieso ist. Das heißt, sehr, sehr bürgernah, freundlich. Kinder sollen genügend Platz haben zum Spielen. Alte sollen schöne Sitzgelegenheiten haben. Man soll diese Stadt am Kocher, am Fluss genießen können. Es gibt da an vielen Ecken und Enden die Möglichkeit, 2000, bis schon in 4 Jahren, ja, Schwäbisch Hall in diese Richtung zu bringen mit guten Plänen und Konzepten. Was möchten Sie in der Stadtverwaltung ändern? Als Oberbürgermeisterin, ja, sehe ich mich als Teamplayerin. Also wenn ich jetzt Bürgermeisterin wäre von einer kleinen Stadt, da hat man ja viel mit Verwaltung zu tun und hat keine Verwaltungsleute an der Seite. Ja? Also, aber das ist ja anders als Oberbürgermeisterin. Und da gehört Offenheit für mich an die Verwaltungsspitze und die Fähigkeit zu moderieren, zu kommunizieren, zu führen. Und zwar gemeinsam zu sagen, da geht's lang, gemeinsam gehen wir voran in die Richtung, die ich vorher schon beschrieben habe. Aber dieser Führungsstil, den ich mitbringe, der ist integrativ, transparent, offen, halte ich für enorm wichtig. Und das wäre das, was ich in der Verwaltung gerne einbringen würde, in dieser Stadtverwaltung. Und ich weiß, da werden mir kompetente Menschen zur Seite stehen. Es gibt den Baubürgermeister, es gibt den Kämmerer, es gibt Fachleute für das Soziale. Also ich freue mich wirklich drauf, die Verwaltung hier, oder ich würde mich sehr darauf freuen, die Verwaltung hier kennenzulernen. Die letzte Frage, die Kita-Beiträge im kompletten Landkreis kostenfrei, in dem Fall ist es ja in der Gemeinde Ja. und nicht im Landkreis. Ja gut, da ist ja Schwäbisch Hall schon länger auf dem Weg dazu, dass Kita-Beiträge in die Richtung gehen, Kostenfreiheit. Es gibt, glaube ich, jetzt schon die Möglichkeit, vormittags kostenfrei das Kind in die Kita zu schicken, über Dreijährige.
Das ist so ein Schritt in die Richtung. Freue ich mich, dass das schon geklappt hat. Man muss natürlich sehen, so insgesamt, wie sich die Finanzierung entwickelt. Für unter Dreijährige finde ich es auch wichtig, Anreize zu setzen, dass sie gerne in diese Kitas hier gehen und die Eltern sie auch gerne dahin bringen. Und ja, von daher ist Schwäbisch Hall da, glaube ich, so vom Ansatz her schon auf dem richtigen Weg. Dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, was Sie gerne noch sagen möchten. Und dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, ich bin gespannt auf die Stadt, freue mich jetzt auf den Wahlkampf, auf einen fairen Wahlkampf und würde mich sehr freuen, natürlich, wenn am 4. Juli die Wählerinnen und Wähler mir das Vertrauen schenken und mich, Katinka Kaden, zu ihrer Oberbürgermeisterin wählen.